Servus liebe Rebiker, servus liebe Rebikerinnen. Ich möchte euch heute ein E-Touring-Bike der amerikanischen Kultmarke Cannondale vorstellen. Cannondale, das wird wahrscheinlich der ein oder andere irgendwoher noch kennen. Genau, denn in den 90ern, da war Cannondale richtig bekannt und richtig erfolgreich. Nicht zuletzt auch, weil Cannondale damals vor allem im Mountainbikesport unzählige Weltcupsiege eingefahren hat und richtig bekannte Gesichter unter Vertrag hatte. Heutzutage ist Cannondale etwas mehr im Rennradsport beheimatet und auch da sehr erfolgreich, natürlich auch mit einem Pro-Tour-Team in der Tour de France unterwegs. Aber das Produktportfolio von Cannondale, das ist unglaublich breitbandig und bietet eben auch heute solche Touring-Bikes, E-Touring-Bikes wie das Tesoro, das jetzt genau hier vor mir steht, nämlich das Tesoro Neo 2X, das ich euch hier vorstellen will. Und Cannondale bewirbt dieses E-Touring-Bike als Offroad-tauglichen Alltagsabenteurer, der für die Langstrecke gemacht ist. Ja, da steckt jetzt ganz schön viel drin und das wollen wir einmal kurz aufschlüsseln. Ein Offroad-tauglicher Alltagsabenteurer. Was meint Cannondale damit? Cannondale will damit sagen, dass dieses Rad grundsätzlich natürlich für die Stadt gemacht ist, für das Pendeln in die Arbeit. Und deswegen haben wir hier natürlich all die Anbauteile, die dafür entscheidend sind. Allen voran der Racktime Gepäckträger. Racktime, eine Marke, die bekannt dafür ist, besonders viel Zubehör für ihren Gepäckträger zu bieten. Von Taschen über Körbe, da könnt ihr alles ganz einfach anbringen und seid da unglaublich flexibel in der Individualisierung eures Bikes. Dann natürlich auch Schutzbleche, sogar unten mit extra Spritzschutz, dass ihr bei der Fahrt in die Arbeit oder zum Einkaufen oder wo immer auch ihr hin wollt, sicher und trocken ankommt. Sicher kommt ihr auch deswegen an, weil das Rad von Haus aus schon eine Lichtanlage montiert hat, die euch sicher durch den Straßenverkehr bringt. Und dann natürlich, um das Rad gut abzustellen und bequem abzustellen, natürlich auch ein Seitenständer. Und wenn wir schon bei bequem sind, dann möchte ich jetzt mal ein kleines, aber feines Detail zeigen, das ich so bei kaum einem Hersteller bisher gesehen habe, nämlich die Ladebuchse zum Laden des E-Bikes. Ja, das ist jetzt wirklich, an sich würde man meinen, nichts Besonderes, aber Cannondale hat sich eine richtig clevere Stelle für die Ladebuchse ausgesucht, nämlich direkt hier oben am Steuerrohr, also sprich am Übergang vom Steuerrohr zum Unterrohr, eben im Steuerkopfbereich. Und warum ist das so clever? Ganz ehrlich, weil ich mich nicht bücken muss. Ich kann einfach hier vorne die Klappe öffnen und ohne mich zu bücken den Stecker zum Laden einstecken. Ich finde es cool, ist ein kleines Feature, aber ehrlich gesagt ziemlich smart. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, ich habe gesagt Offroad-fähig. Was macht denn so ein Rad Offroad-fähig? Beispielsweise die großen Räder. Denn Cannondale setzt hier auf 29 Zoll Laufräder. Das hat man aus dem Mountainbike-Sport entlehnt. Also hier große Laufräder, die besonders ein besonders gutes Überrollverhalten bieten. Gerade wenn man mal über Hindernisse drüber fährt, dann rollt das Rad da wirklich ganz geschmeidig ab. Und natürlich auch in Kombination mit der Federgabel hat das Rad sehr viel Komfort zu bieten. Und was die Fahrstabilität und die Fahrsicherheit angeht, da setzt Cannondale eben auch auf einen Mountainbike-Lenker, also auf einen recht breiten Lenker, auf den man sich gut abstützen kann, der aufgrund seiner Breite unglaublich viel Stabilität und Laufruhe ins Rad reinbringt. Und das, ja, das führt wirklich dazu, dass man sich unglaublich sicher auf dem Rad fühlt. Die Sitzposition ist aber eher aufrecht gehalten und das kommt wieder der Langstrecke zugute. Also wenn man mit dem Cannondale mal lange Fahrradtouren ganz entspannt fahren will, dann hat man hier genau die Sitzposition, die auch ergonomisch unterstützt wird von diesen ergonomischen Griffen, die eine ganz angenehme Ablagefläche für die Handballen bieten. Ja, was gibt es zum E-System zu sagen? Klar, das System kommt aus dem Hause Bosch. Wir haben hier einen integrierten PowerTube-Akku, der sich herausnehmen lässt. 625 Wattstunden ist hier die Akkukapazität, also völlig ausreichend, um auch angenehme Tagestouren zu radeln. Und unten im Rahmen, da sitzt der Bosch Performance Line E-Motor, der das Rad kraftvoll anschiebt. Ja, so viel zu diesem Cannondale E-Touring-Bike. Ihr habt es gehört, es ist wirklich an alles gedacht worden. Viele
gute, smarte Details, die Cannondale sich hier überlegt hat und die Anwendung und das Nutzen dieses Rads wirklich zu einer absoluten Freude machen. Ich hoffe, das Video war informativ. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, wenn ihr bei rebike.com durch unser Portfolio und Angebot stöbert und vielleicht wird es ja wirklich dieses Cannondale. Bis dahin, ich wünsche viel Spaß, euer Maxi von Rebike. Wenn E-Bike, dann Rebike.